Der lieben Freundin, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Kohlfarbs und Roy Earl, die, glaube ich, jetzt ziemlich nah dran sind an der Aufklärung dieses gesamten Morphium-Falls. Unsere bisherigen Verhöre liefen zwar nicht sehr gut, aber wir haben Jack Kelso gefunden, unseren alten Kameraden, der irgendwie involviert ist. Und wir versuchen jetzt rauszubekommen, wieso, weshalb, warum. Allerdings glaube ich, er wird ein harter Knochen sein. Schauen wir mal, ob wir es diesmal besser machen. Tatsächlich wissen wir ja jetzt quasi als Spieler mehr als Cole Phelps, denn wir haben die Rückblenden schon gehabt aus den Zeitungen. Daher kennen wir den Zusammenhang. Wir wissen, dass Jack Kelso eigentlich nicht beteiligt war, eigentlich ein ehrenwerter Typ ist, aber seinem Kumpel Courtney Sheldon geholfen hat, irgendwie aus dem Schlamassel rauszukommen. Gut. Morphium aus dem Armeevorrat. Fangen wir mit dem Thema an. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Okay. Das wissen wir, ist natürlich Quatsch. Aber nachweisen können wir ihm das nicht, dass er Quatsch erzählt. Und jetzt bleibt allgemein die große Frage, gehen wir ihn härter an oder nicht? Ich würde ihn jetzt härter angehen. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Okay. War auf jeden Fall richtig von uns, da ein bisschen. Wobei, wir haben eigentlich gar nicht nachgehakt, das war unser Kollege. Egal. Was weiß er über Goldrick? Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so mal durchgehen, ja. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Glaube ich ihm. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Glaube ich ihm tatsächlich sogar auch? I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Okay, da ist dieser alte Konflikt verborgen. Er hat absolut null Vertrauen zu Phelps. Glaubt, er ist ein Karrierist. Und glaubt nicht, dass er ihm vielleicht sogar helfen könnte. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on three separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Na gut, das glaube ich ihm nicht, aber nach wie vor. Ja, jetzt ist wieder die Frage, sind diese Schiffspapiere aussagekräftig, weil sein Name tauchte da auch auf, ne? Aber die haben schon mal nicht funktioniert. Ich zweifle es mal einfach nur an. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm gonna be working on it and keeping an eye on you. You can go now.
Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majewski. Another name from the manifest? Okay, einer nach dem anderen wird erledigt. Und ich glaube, unser Kamerad, der wird sich langsam überlegen. Ah, wir sollten das Ziel erstmal einloggen, ob er nicht doch kooperiert. So, kurze Orientierung, wo wir hin müssen. Da, also rechts raus, dann links weg, dann sind wir da. Okay. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Any Sentry unit of 484 just occurred. 3155 West 4th Street. Unit to handle code 3 identify. Hey man, is this Verhör jetzt gut gelaufen? Robert Steiner. Okay, was ist hier? They just walked up and shot the man. Oh. Two of them officers. They went that way. Go on, get after them. Wir kriegen sie vielleicht noch. So, Kollege. Schießen auf uns. I can't take the shot from here, Cole. Hit him, Cole. Spit him out. It's no good. We need to get closer. Ja. Let's see how fast he runs on bare rims. Getting close and steer him off the tar. I can't hit a target that isn't there, Phelps! Step on it, huh? Just give me a little closer. Wo's er hin? Ah! Open fire! Ihn hat's erwischt, oder was? That's that cop. Looks like a decent guy. Ah! Okay. Tatort Gasse. So, mutmaßlich ist es Cohen, der jetzt die ganzen Typen erledigen will. Aus Rache, wir wissen ja, was da vorgefallen ist. Aber wir müssen Kelso irgendwie auf unsere Seite ziehen. Das wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Frage ist, gibt es irgendwelche Hinweise auf Cohen? Unwahrscheinlich. Ah, Mickeys... Was? Ernsthaft? Mickeys Treffen um 21 Uhr im Newbies Gebäude? Sheldon. Okay, die wollen Sheldon. Cohen's meeting with Sheldon tonight. Okay, die wollen jetzt Sheldon auch dran kriegen. Wenn wir das Jack Kelso erzählen... Halt, da haben wir schon geguckt. Dann würde er vielleicht kooperieren, ne? Dann war auch noch was. Oh, das ist die gleiche... Tatsächlich. Das ist die gleiche Liste. Und hier sehen wir, welche Leute schon ausradiert wurden. Majewski, Sheldon.
an LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Krass. Wow. Die wollen's ja richtig wissen. Okay. Jetzt haben wir Hit Team. Warte mal. Also was ich hier sehe, sind Orte, vermutlich die Orte, wo zugeschlagen werden soll. Aber ich sehe jetzt kein Hit-Team. Ich sehe jetzt nicht, wer zuschlagen soll. Oder vielleicht sind das Kürzel. Das ist ja bemerkenswert. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Menge Namen. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Menge Namen hier. Oh mein Gott, ernsthaft? Also ab wo geht das los? Courtney, Walter Beckett, das sind diese ganzen Namen hier, glaube ich. Ehemalige Marinesanitäter auf der Coolridge Passagierliste. Wir gehen sie kurz mal durch. Walter Beckett, ehemaliger Marine auf der Passagierliste der Coolridge aufgelistet. Michael Driscoll, ehemaliger Marine, okay, alles klar. John Higgins. Patrick Connolly. Ja. Aber wie kommen wir so schnell ran an die Leute? Was macht er hier? Wir gucken mal, wir haben noch nicht alles uns angeschaut. Die Waffe. Aber da gibt es jetzt nichts Besonderes. Oh, wir haben noch eine Zeitung. Aha. Skandal im LAPD könnte bis ganz nach oben reichen. Spannend. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earle, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Oh nein! Es geht uns an den Kragen. Oh mein Gott. Ich würde ihm jetzt direkt gerne eine reinhauen. Aber gut. Das, was wir gerade erfahren haben, steht natürlich nicht in der Zeitung. So. Ist die Frage, haben wir jetzt hier alles gefunden? Sieht ganz so aus. Gut, aber wie können wir unsere Kameraden retten? Ich gehe noch hier einmal um die Ecke. Ja, ich meinte, klar, hier ist ja nichts mehr, weil bis hier sind sie ja gar nicht gekommen. Mann, 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 Mann. Okay, wir haben diese zwei Tatorte. Ach so, die sind genau. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine and they're waiting for someone to crack. Okay, alles klar. Ich denke, wir sollten dahin fahren, wo der nächste Ort ist. Da waren wir gerade. Post Office ist da.
Okay, fahren wir zum Post Office. Ich denke, wir werden auch die Sirene nutzen. Denn es geht um unsere Leute gewissermaßen. Oh, hier wird schon scharf geschossen. Kommen wir zu spät? Andere Waffen hier, oder was? Okay, eine haben wir. Take cover, you lunatic. Aber kamen wir zu spät? Oh. Er lebt noch. Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. It was worth a try. Oh nein, okay, wir kamen zu spät. God. Beckets Geständnis. Meint ihr jetzt allgemein ihre krumme Angelegenheit oder haben die noch irgendwas Spezielles gerade vorgehabt? Okay. Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Mhm. Da hören wir, wie hier Roy tickt. Na? Nee. Ja, ja, das haben wir schon. Okay, es sieht so aus, als ob wir hier nicht in die Jacke gucken können, dass es das gewesen ist. Aber möglicherweise gibt es noch weitere Spuren. Oder habe ich da noch was übersehen? Hier ist noch eine Tür. Da geht's nicht rein. Okay. Hier ist der andere Kollege, oder was? Nee. Hm, wir checken nochmal alles durch hier. Irgendwas gibt's hier noch zu finden. Hier aber irgendwie nicht. Dann gucken wir uns hier nochmal den Hauptraum an. Ja gut, die ganzen Waffen. Okay. Hier haben wir den anderen, ne?
So, linker Arm. Rechter Arm ist es eigentlich. Hat er immer noch was bei sich? Ja, da irgendwie. Treffen mit Cohen und Sheldon. Las Palmas später heute Nacht. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Ah, okay. Sheldon will's wissen. Aber, tja, hier hat er zwei weniger, ne? Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Tja, wieso? Not everyone has their unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Das sagt er sonst woher. Alles klar. Aber ich denke, wir... Da ist er. Wir sollten weiter. Es gibt ja noch einen zweiten Ort, ne? Das ist genauso dringend. Nämlich Grauman's Chinese Theater. Auch da würde ich sagen, Eile ist angesagt. This isn't looking good. Kurz mal gucken, wo müssen wir hin? Ah ja, den Hollywood Boulevard runter. Okay, verstehe. Und wir haben Absturz, leider. Ah, wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Gott sei Dank hat das Spiel direkt hier gespeichert. Das heißt, ich habe Gott sei Dank gar keinen Verlust hier. Ich hoffe aber jetzt, dass wir heil hinkommen und vielleicht die anderen Kameraden noch retten können. Auf geht's! This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Ah, ich glaube, da liegt er durchaus richtig. So, wir nähern uns. Oh, was ist das? Behinderung der Staatsgewalt. Wow, nein. Get in close and steer him off the tar. Oh Gott. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Alter. Shit. Okay, das war jetzt. Wie ist der um die Kurve gekommen? Außerdem hat es leider einen unschuldigen Passanten erwischt. Get in close and steer him off the tar. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Damien. LAPD, put your hands in the air. Der will echt abhauen. Ich fass es nicht. Tja, den Soldaten hat das nicht geholfen, oder den Ex-Soldaten. Und nun zum Treffpunkt, oder? Vielleicht können wir noch Courtney Sheldon helfen. Ja, das scheint mir jetzt der letzte mögliche Ort zu sein, wie wir vielleicht hier irgendwie noch was retten können oder die Sachen stoppen können. Die Frage ist, hier sollten wir wahrscheinlich nicht mit Blaulicht fahren. Wo sind wir? Wo sind wir gerade? Da.
Das Ganze ist nicht weit entfernt. Insofern nähern wir uns mal leise. Und jetzt wird es ganz bestimmt kritisch, denn jetzt ist der Boss da. Der Gangsterboss mitbeteiligt. Na los, komm. In irgendeiner Gasse statt. Ja, ich glaube, wir fahren eher lieber links. Wenn der sich da vielleicht mal traut. Vorne dann rechts. Mal rechts. Und da sind wir. There, light them up. All right, let's kill these rat bastards. Sind das Clones, Leute, oder was? Sieht so aus, ne? Keep moving, I'll cover you. Irgendwann. On the roof. Naja, das war jetzt nicht ganz so clever. Throw out the guns. Oh. Find some cover. Na. Wir haben immer noch den Typ oben auf dem Dach. Ja. Aber der muss zuerst weg. Stay in cover. They're making a run for it after them. Ja, wo denn bitte? Der Typ da oben ist immer noch, können das immer noch in den Rücken schießen. Timing war korrekt. So, und jetzt? Da ist immer noch der Typ da oben. Den müssen wir, glaube ich, noch irgendwie wegkriegen. Ich denke, wir gehen hoch. Tja, was? Was hält der denn aus? Okay, das war der Treffpunkt. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APB on the Car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Okay, jetzt haben wir im Prinzip die Arbeit für Courtney gemacht, oder? Warum ist der nicht aufgetaucht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was hier eigentlich passiert ist. Es sollte zu diesem Treffpunkt kommen. Vielleicht hat Courtney mitbekommen, dass es quasi eine Falle ist, oder er hat mitbekommen, dass seine Leute quasi alle erledigt wurden und hat sich da nicht mehr hergetraut. So könnte es auch gewesen sein, ja. So, wir fahren hier direkt geradeaus durch. Kurz gucken, ob hier jemand kommt. Kommen wir nämlich, glaube ich, direkt auf die Straße, wo wir hinwollen. Check ich nochmal kurz.
Ist das schon die Straße? Nee, noch eine weiter. Jesus Christ! Ja, da muss man jetzt keine Panik kriegen. Wir wollen hier nur langfahren. Ja, okay. Grün. Grün. Uah, warum bremst du denn? Meine Güte. Alter. Rot. So viel Zeit muss sein. Gordon ist ja sicher da. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm that close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap... No, but. This is more important. Mm-hmm. Möglicherweise hat das mit... mit Roy Earls politischen Verstrickungen zu tun, dass der Boss ihn persönlich sprechen will. Nun gut, wir müssen mit Courtney Sheldon sprechen. Die Schlüsselfigur, kann man sagen, nach allem, was wir wissen. Wir werden sehen in der nächsten Folge, wie das laufen wird. Bis dahin macht's gut, euer Steinwein.